ein Gedicht, nicht nur für Bayern. Oh, oh. Isn't it beautiful? Now we do that a little. Yeah. Hallo. No. Außerdem sehe ich mit sich. Ach, was ist das? Danke, vielen Dank, vielen, vielen Dank. Vielen Dank. Ah, das ist schön. Come on. Die Blumen sind wirklich wunderschön. Schau mal. Mit dem kannst du Bohnen. Bohnen gibt's, glaube ich, gar nicht auf Englisch, oder? Kennt das noch? Du, deine Mutter hat noch gebohnert, oder? Mit so einem. Ich erinnere mich nicht, aber ich fürchte, dass das schlecht interpretiert wird. Nein. Oh Gott. No. It was. Ich weiß nicht, wie ihr seid meine Zeugen. Übersetzern vertrauen kannst. Also Bohnen ist nichts Unanständiges. In jedem Kloster riecht es nach Bohnen. Das Wort auf eine höhere Ebene. Okay. Wir wechseln das Thema und kommen zu einem der meistgespielten deutschen Bühnenautoren. Wir werden intellektueller, aber dieser Mann neigt ein bisschen zum Granteln zwischendurch, ist auch ein Bayer. Der andere ist Everybody's Darling und ist einer der bekanntesten Kasper in Deutschland. Duellen sitzen nebeneinander, so. Ach, wir zwei? Ja, na, selbstverständlich. Guck jetzt mal. Ich muss immer schauen, dass ihr in der Nähe vom Atze bleibt, denn neben dem sieht meine Frisur immer gut aus. So. Du warst mein Vorbild. Ich weiß, und meins war Karl. Wir reden gerade über Frisuren. Ja. Das ist ja alles nichts da. Das ist doch. Ihr seht, es geht auch anders, aber es kostet ein bisschen Mühe. Ich hatte auch mal so lange Haare. Ja? Ja. Aber du kannst. Wenn es mir reizt, aber reizt mich nicht, weil Spülen hast ja meistens, dass man im Wohnwagen sitzt und so. Das Chiapas Lederhose, und zwar in ein und derselben.